Moinsen, liebe Leute. Moinsen. Wir sind on the road in einem Bahnhof, einem der hässlichsten Bahnhöfe in Deutschland, meiner Meinung nach. Oh ja. Naja, wir werden jetzt mal auf große Reise gehen, das allererste Mal. Geht's für uns nämlich wohin? Nach Frankfurt. Nee, da geht's nicht das allererste Mal für uns. Von Frankfurt aus? Nach Florida. Richtig, und das allererste Mal in den USA. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Wir nehmen euch ein bisschen mit zur Anreise, obwohl ich das hier irgendwie zum Bahnhof schon ein bisschen weird finde mittlerweile. Ich war schon ewig nicht mehr an einem großen Bahnhof. Also zuletzt sind wir zugefahren in Stuttgart, aber so richtig mit ICE und so und mit Koffer und voll. Und lange im Zug sein. Schon lange nicht mehr. Nee. So, hier gleich 7-8, das ist unseres. Und dann geht's auch in Richtung Frankfurt. Verarbeitet und gerade nicht online ist und dementsprechend, das lädt auch irgendwie ewig, aber das hat nichts mit dem Internet zu tun, das hat was mit YouTube zu tun. Sarah hat Langeweile. Ja, und jetzt fahren wir noch so ein paar Stündchen. Erstmal Richtung Köln. Zwei. Und dann fahren wir von Köln nach Frankfurt. Wir werden übrigens noch nicht heute fliegen, falls ihr das denkt, sondern wir fliegen erst morgen. Wir schlafen jetzt nochmal in Köln, wir haben ein Hotel am Flughafen und weil er ja so ein Riesenchaos ist und so weiter, haben wir gesagt, wir wollen sehr früh da sein, dass wir es alles ordentlich hinkriegen. Online eingecheckt konnten, haben wir auch schon, konnten wir machen. Haben halt unsere Tickets deshalb schon auf dem Handy und müssen nur noch das Gepäck abgeben. Nur noch, das kann auch sich um Stunden handeln und wir müssen ja dann auch noch die Sicherheitskontrolle. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie voll es da wird. Ferienstart in Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, also alles Bundesländer, die quasi diesen Flughafen nutzen werden. Bin mal gespannt, aber ich höre gerade Rock. Die haben auch ganz viel. Sarah hört Devil Rock. Die haben auch ganz viele Flüge gestrichen, dass das eben, damit die besser damit klarkommen, aber bin mal gespannt. So, wir fahren jetzt noch ein bisschen und dann gucken wir mal, wo wir uns wiedersehen. Das wird übrigens jetzt hier nur ein Anreisevlog. Wir werden jetzt noch keinen Park zeigen. Aber die Anreise, die wird auch schon ein bisschen was dauern und ein bisschen länger werden. Dementsprechend natürlich auch nicht so aufwendig, weil wenn ich jetzt hier das hier filme, für irgendwelche Impressions, die ihr kriegt, ab und zu ist das halt ein bisschen lame. Ist voll spannend. Ja. Wir sind hier gerade übrigens in Köln-Mülheim schon, guck mal. Beautiful NRW. Ich weiß schon, warum wir nicht so gerne Zug fahren, wenn man dann immer kleinen Regionalexpressen hinterher tuckert. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile schon über eine halbe Stunde Verspätung. Easy. Dabei muss ich doch in den Pool. Ich wollte euch auch gerade den Rhein zeigen. Das Problem ist irgendwie, jetzt ist der Rhein weg. Oh, schade. Wir sind die ganze Zeit am Rhein entlang gefahren. Hauptsache, du hattest so eine Stunde Zeit, den Leuten den Rhein zu zeigen. Und jetzt, wo er weg ist, oh, wollte auch noch rein. Unser also nächster Halt ist dann übrigens Mainz Hauptbahnhof. Viertelstunde. Alter, bis Mainz zieht sich richtig. Das letzte Halt war nämlich Koblenz. Naja, wir werden es überleben, glaube ich. Naja, wir gehen ja gleich auch nur noch in den Pool und dann pennen. Möglichst früh, damit wir morgen ausgepennt sind. Maske tragen ist übrigens sehr ungewohnt nach so langer Zeit. Ja, schon Kopfschmerzen und Fusseln in der Nase. Das machst du gut. Da sind wir angekommen. Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Dann müssen wir gucken, dass wir unseren Shuttlebus zum Hotel finden. Wenn wir viel Geld hätten, dann hätten wir auch direkt ein Hotel hier oben buchen können. Haben wir aber nicht. Also, suchen wir jetzt erstmal das Terminal. Sollte ja machbar sein. Und dann machen wir ein bisschen Bus. Und dann gehen wir ins Hotel. Wir sind im Bus. Wir mussten auch gar nicht lange warten. 5 Minuten war der da. Ja. Fährt mir alle 20 Minuten. Wir gönnen uns jetzt im Steigenberger Hotel. Und dann geht's morgen los. Ich hoffe nicht mit zu viel Trubel, ey. Oh ja. Einchecken hat auch geklappt. Zimmerkärtchen haben wir. Unser Ziel ist ja hier das hier, ne? 7. Etage. Das ist ja mal ein Ausblick gemacht. So. Das erste Hotel der Tour. Hi. Westen
Fraport-Blick. Wasserflasche ist am Start, sehe ich schon. Den Ausblick checken wir mal als erstes ab. Da hinten ist der Flughafen. Da müssen wir morgen wieder hin. Ja, und sonst ein helles Zimmer auf jeden Fall. Ja. So, wir ziehen uns jetzt um und dann geht's in den Pool. Da nehmen wir euch dann mal nicht mit, aber wir können euch gleich gerne was erzählen. Also ihr müsst wahrscheinlich seine Karte reinstecken, damit ihr Strom kommt. Dann haben wir hier im Flur das Waschbecken. Hier ist auch ein Föhn. Hier ist wahrscheinlich das ganze Waschzeug und... Nein, es ist Tee und Kaffee. Hier haben wir Tee- und Kaffeemaschine. Ein paar Handtücher. Dann einmal das Bad. Das sieht sehr schön aus. Noch eine schöne große Dusche. Sauberer Duschkopf, kein Duschkopf des Grauens. Das ist halt das Bett. Da ist noch die Klimaanlage zum Einstellen. Hat ein bisschen was von dem Van der Valk damals in Holland. Mit diesem Holzding und so. Der Ben, der kommt übrigens auch. Der reist hier aus Aachen an. Nicht, dass ihr denkt, wir machen hier die Tour alleine. Komm mal, ein Flugzeug. Hui. Der kommt natürlich auch noch. Der hat einen etwas späteren Zug. Der muss auch einen Tacken länger arbeiten wie wir, glaube ich. Jedenfalls müsste der auch so in einer halben Stunde, Stunde ankommen. Checkt dann auch hier ins Hotel ein. Und dann schauen wir mal. Kann er sicherlich auch gleich nochmal vorbeikommen hier. Ob er es in den Pool schafft, weiß ich nicht genau, weil der hat nur noch bis 22 Uhr auf. Also, wir machen uns jetzt fertig, gehen mal hoch und wir sehen uns gleich hier im Zimmer wieder und dann erzählen wir euch ein bisschen, wie das da oben aussieht. Weil der Pool ist auf der obersten Etage, zwei Stockwerke noch über uns, im 9. Stock. So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder am Bettchen angekommen im Zimmer. Sarah ist schon kurz vorm Pennen, wir werden das gleich auch tun. Der Ben ist da. Hallo. Ja, hast du auch den Weg hingefunden. Du hattest glücklicherweise die schnelle ICE-Route. Ja. Wir haben ja quasi die Seiten getauscht. Du bist quasi auf der... rechten Rheinseite hier runtergefahren, glaube ich. Über Neuwied da hinten und so. Du bist wahrscheinlich von Köln direkt zum Flughafen, ne? Außer Siegburg vielleicht Siegburg noch. Siegburg nochmal. Ja, also die rechte Rheinseite. Wir sind auf der linken Rheinseite runter und mussten die ganze Zeit hinter diesen komischen Regionalexpressen hertuckern. Sind aber dafür die ganze Zeit schön am Rhein entlang gefahren. Oh, schön. Sonst haben wir gerade uns gerade in den Pool angeguckt. Zwei Etagen oben drüber, ganz oben. Super Ausblick. Könnt ihr euch auch den Flughafen schön angucken. Der Pool war... ist relativ groß, das Wasser war relativ kalt. Ja. Und zwei Lampen von der Beleuchtung, die waren nicht mehr im Pool. Da guckt das Kabel raus und die Lampen, eine Lampe hing einfach irgendwie im Wasser und eins lag oben auf diesem Gitter drauf. Aber sonst sieht es eigentlich ganz schick aus da oben. Da ist auch so ein Typ, da kann man sich irgendwelche Getränke holen. Da waren auch irgendwelche Spanier, die haben da richtig Party gemacht, haben sich da so Champagner auf den Tisch gestellt und haben sich die ganze Zeit da fotografiert und sind da in den Pool rumgeturnt. Irgendwer hatte einen mächtigen Haarausfall, es waren nämlich ganz schön viele Haare im Pool. Sauna gibt es da oben auch und einen Fitnessraum. Der Fitnessraum sah richtig modern aus und sauber. Also sauber war es sowieso, aber keine Ahnung. Jetzt sind wir hier in dem Dings-Zimmer, haben noch ein bisschen was besprochen. Wir werden morgen um 7:30 uns schon treffen. Unser Flug geht um 13.55 Uhr planmäßig. Boarding ist so gegen 13 Uhr. Das heißt, wir haben morgen, wenn wir losgehen, um 8 Uhr da sind, 5 Stunden. Ich bin lieber zu früh da als zu spät. Ich habe keine Ahnung, wie früh man das Gepäck überhaupt aufgeben kann dort, ob das überhaupt möglich ist, so früh vorm Abflug. Aber das zeigt sich dann alles. Da müssen wir halt dann mal nachfragen. Wir haben das große Problem, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, morgen, ja, ich hatte es schon gesagt, sind halt Ferienbeginn in gleich 3 Bundesländern, die alle hier rund um den Frankfurter Flughafen liegen. Das heißt, die bereiten sich schon ziemlich darauf vor, dass es hier rappelvoll wird. Und da bin ich mal gespannt. Gerade weil hier auch wohl ein größeres Kofferchaos war und so. Ich habe da heute wieder Berichte gelesen, die machen einem dann mehr Angst, als man letztendlich wahrscheinlich haben muss. Wir hoffen einfach mal das Beste. Wenn es nicht gut geht, haben wir halt Pech gehabt. Das ist halt so. Aber aus dem Grund, dass wir schon einen Direktflug gebucht haben, ist schon mal der Umstieg nicht mehr kritisch. Wir müssen nur gucken, dass unser Gepäck überhaupt hinterherkommt. Und dann wird es wahrscheinlich nur noch beim Rückflug kritisch. Aber erstmal ankommen. Wir gehen jetzt gleich pennen und dann sehen wir uns gleich morgen wieder. Hoffen wir, dass wir heile in die USA fliegen können. Formulare sind eigentlich alle vorbereitet, die wir irgendwie brauchen könnten. Und dann wird das schon. Ne? Tja, gar nicht schaffen wir. Ja dann. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle. Guten Morgen. Ich bin natürlich jetzt gerade erst wach geworden und bin natürlich schon komplett angezogen, sodass wir direkt los können. Komm, Sarah, wir gehen. Jetzt hast du gut geschlafen. Guck mal, man kann so im Safe laden. Wie cool ist das denn? Ja. Ich auch. Hab auch super durchgeschlafen tatsächlich. Temperaturmäßig, weiß nicht. Eigentlich ist es hier richtig runtergekühlt. Es ist auch gar nicht so warm hier drin. Aber es war warm auf jeden Fall hier irgendwie. Ich verstehe es auch nicht. Da hinten ist Fraport. Das ist übrigens für alle, die es nicht wissen. Eine Mischung aus Frankfurt und Airport. Da war wieder die Creative-Abteilung von Frankfurt wieder am Start. Da wurde ein halbes Jahr lang viel beraten an runden Tischen und mit Flipcharts ausgearbeitet. Heute ist der Tag der Tage. Es geht los in die USA. Es geht los für alle Leute aus Hessen, Saarbrücken und... Nee, Rheinland-Palatinate. Saarland heißt das.
und Rheinland-Pfalz. Ab in die Ferien. Ich wünsche euch tolle Ferien und hoffentlich uns einen guten Flug. Ich habe gerade mal die Wartezeiten gecheckt auf der Homepage aktuell für unseren Flug. Wenn wir jetzt zum Flughafen gehen, steht sowohl für die Gepäckkontrolle als auch für die Passkontrolle maximal 5 Minuten auf dem Plan. Ja. Wir sind übrigens gerade 6 Stunden vor Boarding. Nicht vor Abflug, vor Boarding. Wir werden das gleich ganz langsam mal runtergehen in die Lobby, werden uns da mit Ben wieder treffen. Dann werden wir auf unseren Shuttlebus warten, der fährt ja alle 20 Minuten. Wirklich 24 Stunden lang rund um die Uhr, 20 Minuten Takt fährt hier eben der Shuttlebus. Dann werden wir uns rüber shutteln lassen, werden gucken, dass wir unsere Koffer loswerden. Und wenn wir das hinter uns haben, geht's in die Sicherheitskontrolle. Und danach gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht sowas zu essen finden. Erstmal, weil Sarah hat schon ein bisschen Hunger. Ja, schon seit gestern. Müsste wahrscheinlich noch ein bisschen vorm Gate sitzen. Oh, demnächst. Nein. Erzähl keinen. Nee. Ich glaube, wir können direkt in den Flieger. Ja, ich sitze schon wieder dicht in einem Flieger. Alles egal, denn der Bass knallt brutal. Geht los, Adrian. Ja. Koffer wiegen genau gleich viel. Doch, 14,8. Oh, wir haben beides gleich viel. Wir sind durch. Also wir waren jetzt Koffer abgeben, wir waren Passkontrolle machen, wir haben die Gepäckkontrolle gemacht. Das Ganze hat keine Stunde gedauert. Also völlig unbegründet hier aktuell. Die scheinen ziemlich gut klar zu kommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ganz heute Morgen früh aussah, weil viele Flüge gehen ja auch sehr früh. Beziehungsweise mittags wird es doch auch nochmal relativ voll werden. Aber jetzt gerade, wir kamen überall super durch. Also ich habe schon Flughäfen erlebt, da hat es deutlich länger gedauert und da waren auch die Schlangen länger. Es wirkt auch überhaupt nicht voll. Jetzt haben wir uns was zu essen geholt. Wir sind halt jetzt viel zu früh. Jetzt sind es, glaube ich, noch knappe 4 Stunden, die wir noch warten müssen. Jetzt haben wir uns erstmal hier gekauft. Ihr könnt ja mal raten, was das jetzt gekostet hat. Also diese 4 Teile, das sind 2 Schweineohren und 2 so pizzaartige bzw. Hotdog-artige Sachen. Aber vom Bäcker schon fertig gebacken quasi. Plus die 2 Getränke hier. Ich stoppe jetzt das Video, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, hat das gekostet. Dann guckt ihr das Video weiter und dann sage ich euch das jetzt. Das hat gekostet 26 Euro. Es gibt ja übrigens auch ein super Sonderangebot. Abgepackte Sandwiches mit einer Flasche Cola für 10 Euro. Ja, fast so günstig wie Burger King. Jetzt werden wir uns irgendwie die Zeit totschlagen und dann hoffen wir, dass wir gut ankommen. Wir sind jetzt hier durchgepassportet. Ja. Wir sind jetzt an einer Abfluggate, gefühlt 800 Jahre bevor wir losfliegen. Das ist übrigens nicht unser Flieger, der fliegt nach San Francisco, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gibt hier übrigens einen Meckes. Ja, hier gibt es einen Meckes. Okay, let's go. So, wir sind hier in diesem Kanal, wo man zum Flieger geht, ne, Sari? Ja. Wir haben es geschafft, wir steigen jetzt einfach in das Flugzeug ein. Hoffentlich kommen unsere Koffer auch mit. Das wäre natürlich blöd, wenn nicht. Gucken wir mal, ne? Kissen liegt bereit. Wir sind jetzt im Flieger angekommen. Wir waren die ersten Economy Classes, die hierin waren. Und jetzt sitzen wir hier. Wir gucken jetzt Bibi und Tina, okay? Mädchen gegen Jugend. Habe ich mit meiner Schwester immer geguckt, alle Teile. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Wir jagen im Wind. Sarah spielt hier gerade Sudoku oder so. Nein, Mallorca. Hier Spiele. Was können wir denn da machen? Ich wollte eigentlich sagen, dass wir hier sitzen und alle drin miteinander sitzen. Und aktuell ist es noch sehr warm, aber das wird sich wahrscheinlich verändern. Trivia, da muss man doch immer Sachen beantworten. What year did Sony introduce the Walkman? In welchem Jahr hat Sony den Walkman erfunden? 1979. Ich habe direkt 750 Punkte gegeben. Hier steht, dass wir 110 Meter hoch sind, 0 km pro Stunde fahren. Entfernung bis nach Orlando sind noch 7813 Kilometer. Richtung 340 Grad. Die Temperatur aktuell beträgt 29 Grad. Wir werden wahrscheinlich gleich noch ein paar... Oh, Moin!
Ja, wir müssen Maske tragen. Ja. Wegen Deutschland. So, wir werden dann mal, ne? Baut sich gerade auf. Der Kackmann? Ja, ist kacke. Der Kackmann ist kacke. Das ist ja eigentlich offensichtlich, oder nicht? Ja, wir üben für den Bibi und Tina Freizeitpark, der bald eröffnet. Ein bisschen Dressing für den Salat, ein bisschen Butter und Bier-Snack. Ah, ich habe erst gesehen, Bier-Snack und Nachtisch natürlich. Und wie hat es dir schmeckt? Gut. Also, ich war auch sehr überrascht, vor allem das Dressing. Das war richtig lecker irgendwie von dem Salat. Nudeln waren halt ganz gut. Ich habe mich nicht beschwert. Hätte noch ein bisschen mehr sein können. Ja, da muss ja irgendwann auch verstauen, das Zeug. Und ich glaube, nicht jeder frisst so viel. Viele, die sagen nach dem auch schon, okay, reicht dann jetzt. Ja. Gut, wir fliegen auch noch ein bisschen. Wir würden, glaube ich, gerade, wir haben das richtig gesehen, wir kommen gerade zwischen Großbritannien und Irland. Und dann geht es über einen großen Teich. Auch KitKat und auch ein Bauer. Vor allem voll der fette Klopper hier, Alter. Ja. Endlich angekommen. Oh, was eine Odyssee. Mittlerweile hier 8 Uhr. Fühle mich jetzt gar nicht müde irgendwie. Schon. Ja? Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen mit dem Uber zum Hotel fahren. Kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, wo die halten. Da steht was von Car Rental und noch irgendwas mit Autos und Bussen. Da müssen wir vielleicht mal gucken, ob das da ist. Wir haben auf jeden Fall schon den ersten Universal Store da. Mit ganz viel Werbung schon dran. Und auch Disney hat schon den ersten Store hier. Ah ja, da hinten ist ein SeaWorld Store. Da haben wir ja quasi alle Ketten, die wir besuchen werden, abgearbeitet. Da können wir eigentlich wieder gehen, oder? Schauen wir uns mal um und dann hoffen wir, dass wir zum Hotel kommen. Ja.
Wir haben es geschafft. Wir sind im Hotel angekommen, haben eingecheckt. WLAN ist ein bisschen tricky. Wir kommen auch ins Internet. Das ist nicht das schnellste WLAN. Also das merkt man jetzt so eigentlich nicht. Aber problematisch ist, das haben wir nach der Landung im Flieger schon gemerkt. Du hast hier an manchen Stellen wirklich richtig, richtig schlechten Internetempfang. Also mit dem normalen Netz. Wir haben uns extra SIM-Karten quasi online bestellt. Wir fahren als erstes in Epcot. Wir müssen mal gucken. Wir müssen ja morgen unser Guardians of the Galaxy Zeitticket irgendwie buchen. Hier im Zimmer kann man es vergessen. Wenn man hier Richtung Fenster geht, ist es okay. Ich denke, draußen geht es auch, deswegen werden wir morgen früh uns einsammeln draußen und gucken, dass wir um 7 Uhr uns für so eine Line bei Guardians of the Galaxy anstellen können. Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, dann müsst ihr den nächsten Vlog auf jeden Fall einschalten. Dann erfahrt ihr das sicherlich. Wir starten in Epcot, haben da auch 2 Tage, das heißt, wir haben 4-mal die Chance, irgendwie in diese Line reinzukommen. Blöd, weil alle wollen da rein. Der Park ist natürlich jetzt zur Sommerzeit mega, mega voll. Da müssen wir halt einfach mal gucken, ob wir mit unserem Internet da einen Platz kriegen. Jetzt sind wir hier im Hotel Lake Buena Vista. Das ist der Ort, wo auch Disney World liegt. Das ist Rosen Inn. Ist ein etwas älteres Hotel. Das hatte auch schon irgendwie einen anderen Namen vorher mal. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht hässlich oder so. Das geht ja selber. Es ist alles relativ sauber, würde ich sagen. Mit Roomservice rechnen wir hier nicht. Ist, glaube ich, auch relativ Standard, dass sowas nicht gemacht wird. Wir haben ja noch ein anderes Hotel. Aber naja, das ist wieder das Zimmer. Wir können euch vielleicht morgen oder so noch eine Roomtour ranschneiden. Werde ich wohl machen. Das kommt dann auch in dieses Video. Dann kriegt ihr das noch. Wir legen uns jetzt ins Bett. Gucken, dass wir morgen früh rauskommen. Wir sind mit dem Uber hier hingekommen, war auf jeden Fall eigentlich ganz nett so. Gab es auch keine Probleme, der Fahrer hat uns so ein bisschen gequatscht, fand ich auch ganz cool. Trinkgeld haben wir vielleicht ein bisschen wenig gegeben, aber da müssen wir uns vielleicht auch noch so ein bisschen rantasten. Er hat ein bisschen komisch geguckt. Morgen zum Disney World fahren wir wahrscheinlich auch wieder mit dem Uber. Wir werden unser Ticket buchen morgen früh, hoffen, dass wir es kriegen und dann auch uns direkt auf den Weg zum Epcot machen, dass wir da auch zeitig in den Park reinkommen und ja. Genug gelabert. Wie gesagt, ihr kriegt gleich noch die Roomtour. Wir legen uns jetzt pennen und dann geht morgen die Freizeitpark-Action los hier. So, guten Morgen. Ich muss mal gucken, dass die Kamera nicht beschlägt. Hier nächtigen wir direkt an der Autobahn. Überall sind immer so kleine Teiche angelegt. Wir haben sehr gut gepennt. Mich hat das Jetlag doch gekriegt. Ich war dann schon um 4 Uhr wach, war 4:30 bin ich wach geworden und ich konnte auch nicht mehr einpennen. Aber ist ja nicht schlimm, lieber zu früh wach sein. Ich bin jetzt hellwach. Gucken, was wir heute Abend nicht zu früh müde sind. Aber der Park hat jetzt auch bis 9 Uhr nur auf. Das ist jetzt auch nicht so ultra lang. Sollte, denke ich, passen. Ich mache euch jetzt noch eine kleine Roomtour, bevor wir jetzt gleich nach Epcot fahren. Beziehungsweise bevor Ben vorbeikommt und wir hier gleich um 7 Uhr alle drei versuchen, eine Line für Guardians of the Galaxy zu kriegen. Das sind unsere Betten, die jetzt natürlich nicht gemacht sind, weil wir gerade aufgestanden sind. Wie gesagt, die werden wohl auch nicht gemacht. Wir haben hier einen Safe, wo auch Laptops reinpassen. Wir haben mal gesagt, weil es gibt halt nirgendwo die Info, wie groß sind die. Aber wir haben da keine Probleme, selbst das große MacBook hier reinzukriegen, denke ich. Also ich habe es noch nicht probiert, aber wir hatten letzte Woche in Düsseldorf einen in der gleichen Größe ungefähr. Da haben die ohne Probleme reingepasst. Ja, dann haben wir hier eine Mikrowelle, falls wir mal Mikrowellenfutter irgendwo in dem Supermarkt finden und das fressen möchten. Gibt's sogar unten im Hotel. Ja, gibt es sogar unten im Hotel, genau, ist so ein kleiner Kiosk. Dann haben wir hier eben Kühlschrank, hier noch eine Kaffeemaschine. Ich finde es halt immer lustig, das erste Mal diese amerikanischen Lichtschalter zu sehen. Die sind halt nicht wie bei uns so Knöpfe, sondern aber so kleine. Die kenne ich noch von irgendwo. Ja, generell läuft hier alles so ein bisschen anders. Die Klimaanlage ballert jetzt die Nacht auch durch, weil es sonst halt nicht aushaltbar ist hier in diesem Zimmer. Draußen ist es total schwül, aber es ist halt Florida. Muss ich auch gleich mal gucken, weil die Kamera hat gerade schon draußen beschlagen, dass wir die so ein bisschen akklimatisieren lassen. Kleines Bad. War ich heute Morgen schon duschen. Die Dusche ist auch sehr eigenwürdig und man macht die halt ein bisschen anders an. Man dreht hier dran. Dann geht die an, dann verändert die auch den Strahl nicht mehr und je weiter man dreht, desto wärmer wird es halt. Wenn man wieder zurückdreht, dann wird es ein bisschen kälter wieder. Toilette, um jetzt nicht so viel zu sagen. Mehr müsst ihr vom Zimmer eigentlich nicht sehen. Hier einen Schrank haben wir, den haben wir noch nicht eingeräumt, weiß ich aber noch nicht, ob wir das überhaupt machen. Und einen Fernseher. Falls ihr Steckdosen sucht, ich finde vielleicht keine Steckdosen an sich, aber die meisten Geräte, die schon im Haus verbaut sind, wie zum Beispiel so eine Lampe, hat hier eine Steckdose zum Beispiel, auf der Lampe hier, sind auch Steckdosen an der Seite und sogar auf dem Wecker sind 2 Steckdosen drauf. Sonst aber im Bad haben wir, glaube ich, 6 Steckdosen. Also Laden funktioniert hier auf jeden Fall. Hier hinten sind auch nochmal 2. Müsst euch natürlich einen Adapter mitnehmen, weil die europäischen Stecker passen hier natürlich nicht. Guck mal, wie schnell es hell wird. Krass, ne? Gerade noch ein Take gemacht, jetzt schon wieder richtig heller. Cool, aber irgendwie auch angenehm, so rauszugehen noch, ne? Gut, dann sollte es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Impression von unserer Anreise gekriegt. Es war natürlich auch ein bisschen stressig, teilweise gerade nach der Ankunft habe ich nicht sehr viel gefilmt, weil, ja, mit dem Uber dann kriegen, gucken, wo der Uber ist und so weiter, ist das halt natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man auch erstmal schauen, auch mit dem Gepäck, da waren irgendwelche Durchsagen, wo wir erstmal irgendwie ein bisschen verwirrt geguckt haben. Letztendlich war es alles viel einfacher. Jetzt freuen wir uns aber auf
2 Wochen schöne Tage hier in Orlando. Haben gestern schon ein bisschen was von unserem Uber-Fahrer gehört, der wohl auch mal bei Disney gearbeitet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das wird ganz cool. SeaWorld haben wir auch schon gesehen, sind wir gestern schon vorbeigefahren. Das wird schon, das wird schon. Und jetzt, wie gesagt, ziehen wir uns an, packen unsere Taschen, dann kommt Ben hier gleich um die Ecke und dann versuchen wir, eine Guardians of the Galaxy Line für unseren Epcot-Besuch heute zu ergattern.